Das dürfte eine nicht ganz uninteressante Börsenwoche werden, wenn ich nur daran denke, was uns am Donnerstag noch bevorsteht. Die Europäische Zentralbank wird ihren aktuellen Kurs in der Geldpolitik näher erläutern. Dann bekommen wir auch schon die ersten Zahlen aus Amerika von Unternehmensseite. Die Berichtssaison wird nämlich beginnen, traditionell mit dem Datensatz des Unternehmens Alcoa. Und am Freitag zum Beispiel steht der große Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Programm. Am Montag begann die Woche allerdings mit ein paar enttäuschenden Zahlen von den Einkaufsmanager-Indizes, gerade für den Dienstleistungssektor aus China und auch aus Deutschland. Das konnte dem deutschen Aktienindex noch nicht groß etwas anhaben. Ganz im Gegenteil, er lag am Montag leicht im Plus. Und wir wollen jetzt mal darauf schauen, was uns am zweiten Handelstag dieser Börsenwoche, am vierten Handelstag dieses Jahres erwartet, am Dienstag, dem 7. Januar nämlich. Und da geht es los um 8 Uhr mit dem Einzelhandelsumsatz im Monat Dezember hier in Deutschland. Im Monatsvergleich rechnet man mit einem leichten Anstieg um 0,5%, nachdem die Umsätze zuletzt ja etwas rückläufig waren. Um 9.55 Uhr kommen dann die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland. Zunächst die Arbeitslosenzahl für den Monat Januar hier im Monatsvergleich. Rechnet man saisonbereinigt mit einem leichten Rückgang. Und bei der Arbeitslosenquote gibt es noch keine Prognose. Diese lag aber zuletzt bei 6,5%. Das Ganze dann um 9.55 Uhr. Und um 11 Uhr schauen wir natürlich ganz genau hin auf die Inflationsdaten hier in der Eurozone. Da stehen nämlich die Verbraucherpreise in den Programmheften der Börsianer. Für den Monat Dezember im Jahresvergleich rechnet man in der Vorabschätzung mit einer Inflationsrate von 0,9%, also einem Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone um 0,9%. Genau im selben Maße, wie wir dies vor einem Monat schon gesehen haben. Also von Inflation kann man hier in der Eurozone nicht sprechen. Und insofern wird es auch ganz besonders interessant sein, wie dann die Europäische Zentralbank am Donnerstag entsprechend darauf reagieren wird.